Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im Spähposten und wollen uns auf den Weg machen, um die Erkundung des Untergrundes fortzusetzen. So, wundert euch nicht, wenn ich noch etwas verträumt, verschlafen klinge. Tatsächlich bin ich gerade eben erst aufgestanden. Es ist 10 Uhr, aber trotzdem bin ich erst seit gerade eben wach und dachte, womit kann man besser den Tag starten, als mit einer wunderschönen Aufnahme von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jo, ich mach mal die Lichter an und Kamera an. Da bin ich. Sieht man mir hoffentlich nicht an, dass ich noch nicht allzu lange auf den Beinen bin. Gut, jetzt habe ich es gesagt. Gibt es hier eigentlich was Spannendes Neues? Ja, die Angelstätte haben wir gerettet, ne? Ich mache mir große Sorgen um die Leute aus Angelstädt. Vielleicht sollte ich selbst mal da hinreisen und den Rechten sehen. Sei doch nicht albern. Dort ist es viel zu gefährlich. Ich habe schon meine Heimat verloren, da will ich nicht auch noch dich verlieren. Ein Kunde, verzeiht das Gespräch. Ja, es ist so, ich war in Angelstädt. Die Probleme sind gelöst. Die Piraten sind schon fort? Und Russell und den anderen aus dem Dorf geht es gut? Welch ein Glück, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich hatte mir wirklich große Sorgen gemacht. Außerdem wurde die zerstörten Gebäude wieder aufgebaut. Unglaublich. Vielen Dank, dass du uns die gute Nachricht überbracht hast. Für dich habe ich auch eine gute Nachricht. Hier, bitteschön, eine kleine Aufwandsentschädigung. Kraft Schmorkrabbe. Erhöht die Angriffskraft 2. Fischer, die schon ordentlich Krabben in ihrem Leben verzehrt haben, schwören auf das Schmoren als Zubereitungsmethode. Diese Kraft Schmorkrabbe ist eine absolute Spezialität des Hauses. Sie verleiht unbändige Kräfte, wenn man sie verzehrt. Bitte nimm sie an. Nun, da die Piraten verzogen sind und das Dorf wieder aufgebaut ist, mache ich mir doch Sorgen um unsere Leute. Vielleicht sollte ich mal nach Angelstädt gehen und nachsehen, wie es um sie steht. Aber ich will auch nicht, dass du dich einsam fühlst, Mops. Wenn du möchtest, bleibe ich hier bei dir. Was redest du denn da? Jetzt, wo das Dorf wieder aufgebaut ist, müssen das doch alle Dorfbewohner gemeinsam wieder zum Leben erwecken. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ich kann den Laden hier auch gut ohne dich schmeißen. Mach dich schnell auf den Weg ins Dorf und mach unseren Dorfladen wieder auf. Alles klar. Auch wenn ich mit dir gerne noch etwas mehr Zeit verbracht hätte. Dann mache ich mich mal auf den Weg nach Angelstädt. Mach dir um unsere Laden im Dorf nur keine Sorgen. Oh, cool. Ups. Garini und Maps sind erleichtert über die Nachricht, dass die Bewohner Angelstädts alle in Sicherheit sind. Die beiden haben wohl einen Laden in Angelstädt. Cool. Vielen Dank, dass du mir über das über Angelstädt erzählt hast. Das von Piraten zerstörte Dorf ist nun wieder aufgebaut. Daher kann ich endlich wieder in Ruhe und Frieden Handel treiben. Na gut. Wenn du das haben möchtest, sprich mich ruhig an. Mache ich. Na, wie viele Pfeile möchtest du? Ich nehme alle. Alles klar, da knausert jemand nicht, mein Herr. Dankeschön. Gut. Aber eine Sache, über die ich noch nachgedacht habe nach der letzten Aufnahme. Wir haben ja die Batterien auch noch maximiert. Und tatsächlich musste ich kurz daran denken, dass wir bald fertig sind. Natürlich nicht fertig, ist klar. Es gibt ja noch die letzte Drachenträne. Es wird definitiv noch Crocs geben, die wir nachholen müssen. Es fehlen noch Teile der Himmelsinsel und. Aber wir haben jetzt die ersten Rüstungen maximiert. Wir haben die Batterien maximiert und der Moment, in dem man diese spielweiten Sachen wie Herzen, die auch bald voll sind, oder eben die Batterien maximiert hat, da merkt man, ein Spiel neigt sich dem Ende zu. Kann natürlich sein, dass wir rein storytechnisch noch sehr weit am Anfang sind, weil ich sehr früh sehr viel erkunde, dadurch sehr früh jetzt schon sehr viel Geld hatte und sehr viele Ressourcen hatte für die Feen. Kann natürlich sein, weil wir immer noch nicht mal die ganze Spielwelt entdeckt haben. Ich weiß auch nicht, wie viel Hauptstory noch kommt, nachdem wir dann alle 4 Regionen untersucht haben. Ja, das wird ja auch bald kommen, dass wir mit der Gerudo-Wüste und den Gerudos dann alle 4 Regionen erforscht haben. Damit hätten wir ja dann die Mission hier abgeschlossen. Und ich kann euch absolut nicht sagen, was dann passiert. Das hängt ja alles aktuell zusammen. Naja, gut, wir holen uns mal ein Pferdchen und reiten los in Richtung neuer Mariterstall. Bei gutem Wetter fühlt sich jeder direkt besser. Welches Pferd möchtest du mitnehmen?
Ich hätte ganz gerne. Ja, komm, wir nehmen Pünktchen nochmal mit. Ja, Pünktchen, ja. Wunderbar, dann werde ich Pünktchen für dich rufen. Finde ich übrigens sehr schön, dass wir dann hier auch nochmal eine neue Aufgabe hatten. Danke, dass du gewartet hast. Pass gut auf uns auf. Und vor allen Dingen, dass man generell so viele einzigartige Pferde fangen kann, ne? Hey. So. Ich weiß auch noch nicht, inwieweit wir dann auch nochmal... Ich rede jetzt gar nicht mehr davon, was wir machen, wenn wir durch sind mit dem Spiel. Darüber denken wir noch gar nicht nach. Aber, ob wir zum Beispiel noch mehr im Untergrund rumfliegen und sowas, hatte ich ja mal angedeutet. Wir könnten auch einfach noch ein paar Maschinen bauen. Also ein paar Konstrukte bauen. Das haben wir auch noch nie so richtig gemacht. Müssen wir dann mal überlegen. Wir gehen jetzt hier rum und gehen von hier aus zu Fuß zum Turm und gehen hier runter. Übrigens ist mir jetzt, ich habe mir gestern auch nochmal die Karte angeguckt. Guckt mal hier. Wir sind hier runtergegangen. Wir waren da schon mal. Aber sag mir mal bitte, wenn ich hier runtergegangen bin, durch diesen Abgrund, warum habe ich denn die Lichtwurzel nicht mitgenommen? Die müsste direkt da neben dem Untergrundeingang sein. Von hier aus bin ich dann nämlich hier hingelaufen, guck mal. Und hier rum. Und habe ja den Eingang nicht gefunden, ne? Aber warum habe ich denn hier die Lichtwurzel nicht mitgenommen? Na gut, also Pünktchen ist auf jeden Fall sehr süß. Die Ruine in Kakariko. Die fliegende letzte Ruine, in der die Geschichte der, der Weisen war es, ne? Aufgeschrieben war. Wow. Also da ist Pünktchen jetzt voll abgedreht gerade. Hey, oh Gott. Ja, ich glaube, der Sympathieapfel fehlt. Hallo? What? Also Pünktchen will gar nicht das machen, was ich will. Das ist auch recht besorgniserregend, dass wir so viele Gegner haben, wie jetzt zum Beispiel auch der Hinox, die so im Weg liegen. Ja, das war in Breath of the Wild, konnte man ja immer ganz entspannt die Wege lang gehen, das ist hier ein Weg anders. So. Kommt man irgendwie da hoch? Nee, ne? Nee. Ach, hier spielen sie jetzt auch. Ach, guck mal. Ach, wunderschön. Ich wünsche einen guten Morgen hier im Stall der Orni. Ich meine im neuen Stall von Maretta. Nicht schon wieder. Ich habe bis vor kurzem im Stall der Orni gearbeitet. Hör doch nur die Musik des Ensembles zügellos. Sie treten immer im Quartett auf. Na gut. Ach, im Stall der Orni. Ich meine im neuen Stall von Maretta findest du alles, was du brauchst. Das ist wirklich fantastissimo. Und ein Courant Ensemble. Ja, da geht's doch hoch. Ah ja, stimmt. Wir müssen auch noch mal nach Taburasa. Nach Hateno. Nee, nach Hateno ja nicht. Was haben wir gemacht mit dem Feld? Kakariko. Na gut, und Schloss Hyrule, hatten wir das soweit fertig erkundet da oben?
Müssen wir auch nochmal gucken. Crocs fehlen auf jeden Fall noch. Okay, hier habe ich einen Totenschädel hingemacht. Ach so. Die... Da habe ich das Magnesium nicht mitgenommen. What? Also hier haben wir zum ersten Mal, sag mal schnell, Maronus getroffen. Aber was ist in dieser Höhle, dass ich sie nicht fertig erkundet habe? Zu meiner Verteidigung, vielleicht wusste ich damals noch gar nicht, dass es Maiasignums gibt, ne? Reason to revel. Steinsalz. Hä? Noch mehr Steinsalz. Hier war ich einfach nicht, na gut. Maiasignum. Na gut. Seht ihr mal, wie schnell man dann doch etwas findet, was man noch nicht fertig erkundet hat. Und da wusste ich jetzt gar nichts von, dass das noch fehlt. Wow. Da bin ich wieder angeflogen. Ein paar Wildpferde. Ja, und dann müssten wir, theoretisch natürlich, sobald wir vom, von der Erkundung zurückkommen, der Erkundung jetzt unter dem Hebragebirge, im Hebragebirge dann schnell zum Fossil gehen. Sollte ja passen. Da ist das Donnerplateau da unten. Da hinten ist das Dorf der Orni. Na gut. Haja, haja. Da sind wir da.
habe ich mir den Leuenkampf so schwer gemacht mit den ganzen Feen und. Dabei hätte ich einfach Nahrung gehabt. Gut, runter. Boss ist tief. Da ist die Lichtwurzel. Erklärt mir das. Artig-Anur-Wurzel. Keine Ahnung. Die Wurzel ist nicht verrissen. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung, ne? Ihr wisst ja, erste Erkundung zu Fuß. Nachher können wir gerne noch ein bisschen rumfliegen. Da bin ich hier im Dunkeln rumgeirrt, obwohl habe ich mich einfach nicht umgedreht oder was? Ja, so ein Anium brauchen wir jetzt offiziell nicht mehr in einer allzu großen Anzahl, ne? Weiß nicht optimal, aber ist okay, ne? Ja, haben wir eigentlich von so einem Raubschleim schon ein Foto gemacht für das, für die Statue? Ich meine nicht. Holzschild. Okay. Solnanium.
Mhm. Mal schauen, wie hier. Ach, da war der Holzschild drin. Also wir brauchen Solarium ja jetzt im Nachhinein nur noch für Konstrukte. Energiekristalle sind da jetzt streng genommen überflüssig. Klar, wir können davon die Sonarbauteile kaufen, gezielt, das ist natürlich schon cool. Aber theoretisch brauchen wir Solarium jetzt erstmal nur noch für die Konstruktion. Was ich mal ausprobieren möchte. Sieht das auf dem einen Händen eigentlich auch cool aus oder eher nicht so? Da ist das so mega kurz, ne? Ist okay. Ist okay, kann man machen. Gut. Ich hasse die kleinen Viecher. Das Schlimmste ist, dass die meine Leuchtsamen fressen. Gut, gehen wir mal über die Wurzeln und schauen mal runter, oder? Ja, das sieht ja einladend aus. Schön. Mhm. Bling, 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 bling. Bling, bling. Bling, bling, bling. Sorry, ich mach das. Gut. Noch mehr Pfeile. Viele haben wir 351. Also wir haben dafür, dass wir irgendwann mal wieder 197 hatten. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Pfeile herkommen. Link hat einen krassen Wurfarm. Skelettpferde. Interessantes Angebotsspiel.
erstmal noch nicht beruhigen, ne? Na gut. Bisschen heim. Minentiliotal. Jo, jo. Und das Zeitgewand. Hier wäre also das Ocarina of Time Outfit gewesen. Also hier ist es. Wir haben es jetzt natürlich doppelt. Bling, 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 bling. Okay, dokay. Hier hoch, genau. Und wow, das hat ja gut funktioniert. So. Ach, guck mal, hier ist auch irgendeine Statue. Das sind die Orni, ne, mit den Flügeln. Ja, ja. Und da ist die Lichtwurzel. Okay. Waren wir schon unter dem Satori-Berg? Nein. Okay. Vielleicht ist da noch was Spannendes. Auf jeden Fall eine Mine. Okay. Wir haben übrigens 50, also knapp 50 Schreine mehr als Lichtwurzeln. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Schreine auf den Himmelsinseln ja kein Lichtwurzel-Gegenstück haben. Wir werden also auf jeden Fall mehr Schreine als Lichtwurzeln haben am Ende des Spiels. Aber trotzdem, eine Hausnummer. Wir haben 50 Mal mehr einen Schrein gelöst, als wir eine Lichtwurzel freigeschaltet haben. Okay, das sieht sketchy aus. Also keine Ahnung, wie man hier hinkommt, ne? Na gut.
Ein Pferd könnte sich schon lohnen. Vom Gelände her, naja. Wir gehen zu Fuß. Was kostet die Welt? Ja, durch unsere hohe Anzahl an Herzen ist das mit dem Miasma auch nicht mehr so tragisch. So. Ein bisschen Sonanium. Aber denkt dran, jeder Senkrechtstarter, den wir komplett aus unserem unserer Bautomatik bauen, kostet knapp 20. Da sind schnell, guck mal, 5 Stück sind 100. Wir können gerade mal 50 Stück machen. Dann wäre das ganze Sonanium weg. Ja, die lassen wir mal. Wir suchen so eine Balance aus, wir machen alles und wir machen ein bisschen was. Das ist aber auch schade, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir hier unten kein Skelettpferd als Dauerreittier haben. Klar, die Bautomatik ist ja hier das Gegenstück dazu. Deswegen gibt es ja auch überall diese Baustellen. Aber ist trotzdem schade. Und das finde ich auch wieder ulkig, ne? Aber hier ist nichts. Gar nichts, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier vielleicht eine Kiste ist oder so, aber na gut. Dann nicht. No Ausdauer. Da. Oh! Das ist nun mal unser Schleimi-Fischi-Gegner. Sich hört sich gut an. Mhm. Ach so. Dann. Hä? Easy.
mit seinen Armen. Also viel zu hohe Abgangszeit, ne? Okay, es ist viel einfacher, wenn man sich's einfach macht, ne? Ah, schön. Ja, also, okay. Okay, durch das Auge, durch die Zielerfassung wird der Kampf sehr einfach. Okay. Wie immer, ne? Wenn man weiß, wie, ist es auf einmal nicht mehr schwierig. Da-da-da-da-da-da-da. Aber so war der viel zu schnell, um ihn zu treffen. Schön, schön, schön. Oh, die sieht schick aus. Ritter der Bade. Ja, gerne, dann nehmen wir sein Skelettpferd. Ciao.
bisschen gruselig. Ein Jägerstützpunkt. Das hier ist ein Jägerstützpunkt. Hatten wir ja ewig nicht mehr. Was sind Jäger? Wow. Na, guckt euch das mal an. Clowns. Nichts gegen Clowns, aber die Jäger wollen ja einfach nur zum Lachen bringen. Was ist denn das hier? Na gut. Ist gar nicht erkannt auf der Karte. Aber auch ein sehr kleiner Außenposten. Der große Koga scheint in letzter Zeit mit allen Kräften nach etwas zu suchen, das er die irre wahnsinnige Macht nennt. Wer diese Macht besitzt, soll Fahrzeuge, wie wir sie unter Schweiß und Tränen bauen, im Nu zusammenfügen können, die Bautomatik natürlich. Es mag nicht unbedingt zu den großen Kogas zu des großen Kogas eigentlichen Ziel führen, doch scheint es eine sehr nützliche Macht. Es gibt auch schon Vermutungen, wo die Macht ruhen soll, nämlich unter dem südlichen Teil der Ebene von Hyrule. Ein Suchtrupp hat sich bereits in den als verlassenen Zentralmine bezeichneten Bergwerkstollen aufgemacht. Sollte der große Koga recht behalten, werden wir bald im Untergrund spielend einfach alles Mögliche herstellen können. Ruhm Koga. Ist richtig. Gemeint ist ja hier, Ebene von Hyrule, südliche Ebene von Hyrule und dann die Zentralmine. Hier haben wir die Bautomatik bekommen. Jägerbauplan. Und Lastendreirad. Ja. Ja. Krog transportieren, ist klar. Kann sehr nützlich sein. Gut, schön. Weiter geht's. Ach, da ist noch ein. Ich kann die halt auch nicht mehr ernst nehmen. Überraschenderweise sehe ich sie jetzt noch gar nicht. Die mit einmal hochtapseln. Komm, wir scheitern doch jetzt nicht an dieser blöden Kante hier, oder? Danke. Hoch da. Okay. Oh no.
Ja, okay. Es ist der Key. Es ist der Key, okay? Reden wir nicht mehr drüber. Der Schlüssel, um den ohne Probleme zu besiegen, ist tatsächlich, dass wir einfach ein Flederbeißer-Auge vorne dran kleistern und sein Auge treffen können. Wobei, haben wir nicht noch irgendeine andere Waffe, die wir nehmen können? Hier, 6. Bosspockhauer. Echt doch bestimmt, ne? Aber 3 Schläge, ne? Ist unser Skelettpferd noch da vorne? Ist es? Okay. Ja, ist sicherlich damit jetzt auch gebrochen, geknackt, die Schwierigkeit. Sowohl von dem, ich sag mal, Tempelboss, diesem Fischgegner. Das heißt, auch den Bosskampf hätte man sich schon viel einfacher machen können. Eieiei. Okay. Next, Lichtwurzel. Ja, wir kommen aber gut voran, oder? Finde ich jetzt. So insgesamt. Ja, naja, aber gut. So, Arkaf, Arkanes Wurzel. Oh, schön. Heute ist der erste frostige Tag übrigens. Heute wird so 10 Grad. Und da ist ganz schön kalt. Die Wurzel ist so. Da geht's nach oben. Mhm. Und das ist ein Jägerstützpunkt. Oh. Kann sein, dass wir da gar nicht rüberkommen, hm? Ja, ja, hatten wir ja das Thema. Okay, dann müssen wir von da aus dann dahin gehen. Okay, erstmal rot. Moment, ist hier nicht der Leune? Direkt neben mir müsste doch... Hallo? Hallo? Stahl ohne Leune oder ist das der Leune, den wir besiegt haben? War seitdem kein Blutmond mehr. Wahrscheinlich, ja. Na gut, gehen wir zum Pferd zurück.
Will ich da hoch? Ja, ne? Ja, und dann werden wir die Ecke unter dem Satori-Berg wohl eher mit dem nächsten Gebiet erst erkunden, ne? Das fährt sich hoch. Ach komm. Aha. Aha, mit dem Sprung also doch. Okay. Wäre jetzt auch sehr schade gewesen, ne? Okay, hier ist vorbei. Sorry, Pferd. Ja, machen wir uns mal so eine Auftriebsplattform, oder? Sie ist auch hart, ne? Oh, richtige Gleiter. Was? Was ist, wenn ich jetzt einfach so mache? Was? Das ist halt bescheuert, ne? Warum sind das nicht die Starken? Dass die einfach nur mehr Leben haben, dass sie einfach nur 3-4 Pfeile aushalten. Na gut. Irre, ich bin auf einem Stahlpferd geritten. Ganz recht, einem lebenden, galoppierenden Pferdegerippe. Auf der Oberfläche wollen manche so ein Tier ja des Nachts gesehen haben. Ich selbst sah nur mal einen Schatten. Ich wollte schon immer mal auf einem reiten. Wer hätte gedacht, dass ich hier im Untergrund die Chance bekäme? Es ist eine majestätische Kreatur, aber wahrhaftig durch und durch dämonisch. Sie trug es... So trug es mich einfach über das giftige Miasma hinweg, ohne dass einem von uns etwas geschah. Leider ist auch sein Temperament warf dämonisch und es warf mich ab. Ich bin... wohl nicht sattelfest genug. Aber wenn meine Verletzungen erst geheilt und meine Reitkünste gestellt sind, versuche ich es auf jeden Fall erneut. Ruhm Koga! Ruhm Koga. Wo wurde jetzt die Tür entriegelt? Da drauf, ne? Furchtbar, wir müssen wieder die Hämmer nehmen. What? Okay. Finde ich interessant. Große Bombe.
Raketenwerfer passt sich da mal nicht dran, ja. So, da kommen wir nicht hin. Dann müssen wir da hin. Oh, ich sehe nichts. Jesus. Naja, da hilft das Licht auch nur bedingt, ne? Oh ja. Yeah. Wie immer, ne, wenn man es weiß, ey. Mann, Mann, Mann. Naja. Ich hasse es. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist eine Katastrophe. Also die Steuerung ist eine beschissene Katastrophe. Es tut mir wirklich leid. Wow. Ich wollte nur die Teile einsammeln. Jetzt habe ich die weggepustet. Das darf mir noch keinem erzählen. Das ist wirklich richtig scheiße. Bin ich ehrlich, das ist so scheiße. Das ist jetzt schon x-ten Mal passiert. Wie viele Obsidian-Szenen habe ich denn? Habe ich die überhaupt jetzt eingesammelt? Fünf, boah, weiß ich nicht. Hört sich wenig an. Mann, 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 Mann. Lass mal so nah an dem oben mal. Jetzt bin ich genervt. Das ist wirklich... Warum A? Das ist so eine dumme Idee. Genau wie in den alten Animal Crossing Teilen. Da hat man auch gemerkt, dass es eine dumme Idee war, die Tasten doppelt zu belegen. War ich da schon? Nein. Na gut. Wir haben die Stunde voll, aber wir machen noch die beiden Sachen. Ne? Also wir machen noch den... Gigaposten und die Lichtwurzel, die noch fehlt. Das ist eine Mine. Mine im Rohr am Tal. Ah ja.
Oh yeah, Solanium. Ja, also Bossbockzahn ist eine ganz dumme Idee. Oder Haue. Ich würde die große Bombe gerne mal ausprobieren, ist das? Wie wäre es zum Beispiel hier? Bautomatik. Naja. Hat das jetzt so viel mehr weggesprengt? Weiß ich nicht. Okay, dokay. Dann der nächste Jägerstützpunkt. Und ihr wisst ja, das wird jetzt nicht die größte Herausforderung. Es ist wahrscheinlich wieder eine Pappnase. Auf einem fliegenden Gleiter. Sehr felsig hier, mein Gott. Gar kein Problem. Sorry. Aber immerhin ein paar Abwehranlagen. Das ist ja... Das war der. Ach so, klar. Aber der erste Pfeil war nicht so gut geschossen. Der zweite war gut. Schmunzel, schmunzel. Riesenleuchter. So. Moment, der dreht sich dann. Da sind dann Flammenwerfer dran. Warum keine Raketenwerfer? Das wäre krass. Ich sehe schon, wir besiegen nachher den Dämonenkönig nur mit Automatik. Brauchen wir die Weisen gar nicht, die wir jetzt so mühsam sammeln. Okay.
Diese Breiten weisen eine beträchtliche Anzahl antiker Ruinen auf, die auf starke vergangene Aktivitäten hindeuten. Auch Objekte namens Sonobauteile werden regelmäßig in den Ruinen gefunden. Wer hat die Sonobauteile geschaffen? Wozu dienen sie? Es scheint zurzeit ein unergründliches Geheimnis. Klar ist, dass es sich bei jedem Teil um ein mächtiges Artefakt handelt, das eine spezialisierte Funktion erfüllt. Daher verwenden wir sie stets mehrfach. Es wäre eine Schande, solche Macht nicht so oft und intensiv wie möglich zu nutzen. Leider bescherte der Zusammenbau unserer Konstrukteure oft Kopfweh, Hexenschuss und schlechte Laune. Muss man die Teile denn mühselig von Hand auseinanderkitten und kleben? Gibt es keine Magie, die das erledigt? Ruhm Koga. Doch, die Bautomatik. Natürlich. Jo. Rot. Ach, hier ist doch der Kampfballon. Was macht der jetzt? Okay, es dreht sich einfach. Wow. Ah, das wäre schon geil, wenn wir von oben starten könnten. Wow. Ah, also mit der Steuerung habe ich ja schon mal gesagt, das ist mein größter Kritikpunkt ist wirklich, dass die Steuerung schlechter durchdacht ist als in Breath of the Wild, was schon hart ist für Nachfolger, ne? Ich meine, die haben das ja verbessert mit den Gegenständen auf den Boden fallen lassen, dass man, wenn man eine Kiste aufmacht, aus der Kiste raus schon die Sachen tauschen kann, alles super. Aber warum die dann die Steuerung mit dieser doppelten Tastenbelegung derart versemmelt haben, ist mir ein Rätsel. Wir müssen nämlich da oben drauf, ne? Auf die Kante. Dann gehen wir ab hier zu Fuß. Die gruselige Magierstatue. Ja, ja. Ja, ja. Ab nach oben. Hier müssten wir doch jetzt die Kletterrüstung nehmen können, oder? Ah, ist schon Wahnsinn. Da!
Danke, Sidon. Also, astraler Schemen von Sidon natürlich. So, hier haben wir jetzt ein paar Gegner. Ja, wo ist die Lichtwurzel? Die lassen wir auch mal. Die sind halt schon in der Überlänge, deswegen versuche ich gerade noch zielgerichtet bis zur Lichtwurzel zu kommen. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ach, und das sieht doch hier unten. Nee, ist. Doch, das ist die, oder? Das ist der Höhleneingang, den ich markiert habe. Das ist die. Okay. Ja. Ja, alles richtig. Da ist noch ein riesiger Stützpunkt. Und da ist schon die nächste. Das ist dann die hier. Und dann geht's ans Eingemachte, meine Güte. Um das Ornidorf rum, hier rum, in die Enzebra-Gebirge rein. Und da muss es ja richtig weit runtergehen hier. Das muss eine riesige Mine sein. Hebra-Zentralmine, wartet ab. Okay. Schön. Nee, wusste ich nicht. Da war noch ein Jägerstützpunkt, ne? Und hier ist ein See. Aha. Da sieh mal jemand an. Ja, sehr lückenhafte Erkundung im Vergleich zu dem hier, ne? Joa, wie sieht das denn aus? Ja, nee, die Ecke machen wir ja nicht. Satoriberg kommen wir nicht hin. Nee, dann gehen wir jetzt hier. Also wir machen das noch. Also die, von mir aus machen wir das hier. Dies können wir gerne machen. Und dann geht es hier rum weiter. Ja, hier. Und wie schon gesagt, wenn wir so weit sind, machen wir dann natürlich erst das Gebiet, dann den Untergrund, dann die Gerudo-Wüste und dann den Untergrund. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Aufnahme, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, der Untergrunderkundung. Bis dann, ciao.